Der Tag der offenen Tür anlässlich des Nationalfeiertags hat vor und im Landhaus seine eigenen Gesetze. Wenn auch der feierliche Anlass ein sinnstiftendes und staatstragendes Ereignis ist, so machen das die Bürger nicht immer an den jeweiligen Regierenden fest, sondern sie suchen den Kontakt und das Gespräch mit jenen Mandataren, von denen sie glauben, dass ihre Wünsche und ihre Vorstellungen und Ansichten in guten Händen sind und auch gehört werden. Da Fritz Dinkhauser der typische bürgernahe Politiker ist und der das Vertrauen sehr, sehr vieler Tiroler hat, kam es vor dem Landtag zu Situationen, anlässlich derer man glauben konnte, da stünde der Landeshauptmann persönlich. Noch ist Fritz kein Landeshauptmann. Und dennoch, Dinkhauser ist ein Mann, der eine Menge bewegen kann. Ja, wir feiern auch, weil das Land gehört uns alle. Das gehört nicht der Volkspartei, sondern es gehört den Tirolerinnen und Tirolern. Das, was ein Wermutstropfen ist, und das muss man natürlich bei so einem Anlass auch sagen, ist natürlich die Dramatik, die sich also da in verschiedenen Bereichen abspielt. Und wir haben gerade heute, ein bisschen, dass die Leute also wissen, um was es geht. Auf der einen Seite die Frage der Hypo, vorher ein stolzes Unternehmen des Landes und jetzt eine Baustelle. Das heißt also, ein Unternehmen, das den Leuten zu 100% also gehört hat und wo man innerhalb von 3 Jahren 300 Millionen verspielt hat. Und das ist eine Tragik. Und jetzt haben wir da die Tiberg auf der anderen Seite. Heute ist es also eh vermummt. Vermutlich, weil sie sich selber geniert, dass sie also 220 Millionen praktisch von der DIVAG an die Hypo zahlen muss, damit die überhaupt überleben kann. Die Politik brauchen wir nicht. Wir brauchen eine Politik, wo man auf die Leute schaut, wo man das Geld also ausgibt für die Menschen im Sozialbereich, für Kindergärten, für Schulen, für die Bildung, für die Universitäten, für alle diese Dinge, was uns also am Herzen liegen, insbesondere in der Frage des Wohnens. Da fehlt es meilenweit. Und deshalb sage ich mir es da auf, ich sage, wir machen es besser. Wir machen es besser. Wir zeigen die Dinge also auf. Wir zeigen die Dinge auf, damit man sie verändern kann. Fazit: Fritz Dinkhauser gibt dem abgedroschenen Begriff des Volksvertreters neue Inhalte. Dies belegen die unendlich vielen Aktivitäten und Erfolge des Oppositionspolitikers Dinkhauser im Landtag. Aber auch die Bilder vor dem Landhaus bestätigen das. Nun denn, wenn beides zusammenkommt, die Aktivitäten, Erfolge, das Vertrauen und die Popularität, dann stünde der Wahl eines Landeshauptmanns Fritz Dinkhauser eigentlich nichts mehr im Wege.